Mona oder was? Moin. Herzlich willkommen in Vlognummer, weiß ich nicht. Müsste ich nachgucken. Die Wartezeit kann ich auch rausschneiden, ne? Ich lasse drin. Herzlich willkommen in Vlognummer Donnerschlag 255. 255. Habe ich schon gesagt, dass Mittwoch ist? Ja, ne? Mittwoch, 26. Januar. Ich wollte mal kurzes Update geben. Gestern haben wir hier, ich habe nur kurz mitgeholfen. Den Rest hat Vater mit Mirko zusammen gemacht. Hochregal aufgestellt. Und das wollte ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Es ist noch nicht alles fertig, aber zumindest geht so im Discord, hatte, ich glaube Ammilch war es, ne? Das Hochregal in seiner Firma gezeigt. Das sieht hier nicht ganz so geil aus, aber trotzdem ganz anständig. Also dafür, das hatte ich ja damals gezeigt, das haben wir ja vom Schott geholt letztes Jahr, liegt ja schon länger bei uns rum, jetzt haben wir es endlich hin. Hier in so einer Höhe, dass man auch dran arbeiten kann. Moment, das hier ist auf Rollen. Das kann man hin und her kredenzen, das ist ganz nice. Und hier so, ne, Arbeitshöhe. Das ist auch ganz schön. Kommt man da ja zur Werkstatt. Das passt ganz gut. So, hier die Tür logischerweise freigelassen. Da oben ein Board. Ja, da ist noch Regalstützen. Das sind nicht diese, das sind welche von denen, die ich im Online-Lager habe. Da will ich mir nochmal Querstreben für besorgen. Da habe ich nämlich keine mehr von. Und dann die Platten dazu. Und dann ist das hier noch gestern noch weitergegangen, an der Seite einmal lang. Hier ist noch kein Beton, wie man sieht. Das kann man immer noch mal machen, aber jetzt erstmal ist es so okay. Ich denke, das passt ganz gut. So, und jetzt nach und nach geht es dabei, hier drin aufräumen. Alles an der Seite durchsortieren. Was weg kann, kommt auch weg. Schrottpreis ist hoch. Wenn noch Schrott zu finden ist, wovon ich ausgehe, geht das auch direkt zum Schrott. Das sieht auf dem Konto besser aus als auf dem Hof. Und dann wird die alte Werkstatt, der Rest aus der alten Werkstatt rausgeräumt. Das muss dann auch noch hier drin untergebracht werden und dann kann ich da weitermachen. Ja, und dann ist hinter der alten Werkstatt das Lager. Das ist ja auch noch, da steht auch noch einiges, was hierher soll. Das müssen wir dann auch noch alles machen. Ja, komm, zeig mal, das soll vor der Frühjahrsbestellung fertig werden. Also Laufe Februar muss das alles fertig werden. Aber es sieht hier, ja. Ihr werdet es jetzt nicht merken, aber es hat sich hier tatsächlich schon ein bisschen gelichtet. Man sieht es so nicht auf der Kamera wahrscheinlich, aber es ist tatsächlich so. Ja, wie gesagt, nach und nach. Ne? Jetzt sagte Vater schon noch, wäre ganz cool, wenn man auf dem Schrott nochmal so ein Regal finden würde. Ja, das ist nicht verkehrt, ne? Das ist nicht ganz verkehrt. Vielleicht haben wir nochmal Glück, da müssen wir nochmal zum Schrott hinfahren. Das ist so ganz praktisch. Da sagt jetzt der eine oder andere wahrscheinlich auch, was willst du mit dem kurzen Restholz? Aber das kannst du immer brauchen. Das kann man immer mal brauchen. Und das ist so, wenn es so sortiert ist, dann findet man das auch, wenn man was braucht. Das ist schon ganz gut. Also ich bin hier schon oft hergelaufen, wenn ich irgendwie kleine Reststücke gesucht habe und habe die noch sehr schnell gefunden und so soll das sein. Jo, das zu dem Stand. Da ist noch nichts weiter passiert. Ja, da warte ich noch auf den Tiefbauer. Ist wie es ist. Ja, und ich will jetzt im Lager da weitermachen. Heute ist nicht ganz so viel zu schaffen. Einer von uns beiden muss immer auf den Kleinsten aufpassen. Der darf nicht zur Kita heute. Frag nicht, dem fehlt nichts. Ist alles gut. Ja, ist wie es ist. Ne? Die Situation wird nicht besser irgendwie. Ätzend, das nervt. Gut, das dazu. Also raus hier, Licht aus und dann weiter im Text. Wir haben eben gerade noch die Ponys und Esel auf die Weide gestellt. Kommen heute Abend wieder rein. Ja, die können dann da. Und was sehe ich da? Der Rasenmähertrecker hat einen Platten. Scheiße. Naja, noch ist ja nicht Rasenmähen, ne? Noch ist nicht Rasenmähen. Scheiße. Da müssen wir auch noch bei. Der muss mal runter. Oh Mann, ey. Waltraud, das ist ein Ziegenberg, kein Eselberg. So, wollen wir mal reingehen, ne? Jo. Hui! Freitag, 28. Januar. Pass auf.
Bis heute Montag oder was? Ohne Sprit läuft die besten Tracks doch nicht. Boah, Kacke. Mann, ich wollte nur eben los. Was ich vorhab, seht ihr, wenn es fertig wird. Wenn es heute noch fertig wird. Nur einen Tag kein Regen. Schnell rein in die Kennheim. Es ist nicht zu glauben. So, Sprit holen und dann startet der Versuch von vorne. Na, kommt doch noch was. Jetzt aber. Echt Montag, ey. Jetzt haben die Feierabend. Da ist keiner mehr. Ich wollte die Ramme aus der Luft filmen, während sie rammt. Ich krieg hier einen Föhn. Ich krieg echt einen Föhn. Alter, das ist alles nicht mehr wahr, ey. Scheiße. Kacke. Ja, das lohnt sich jetzt nicht, Leute. Das lohnt sich nicht. Ich wollte so schön Aufnahmen für den Vlog machen, wie die Ramme rammt, aus der Luft, richtig geil. Drohne geladen, Drohne ins Auto geladen, ins ATV, UTV. Tank leer. Wieder zurück. Willst du mit dem Autowagen Sprit holen? Springt der Autowagen nicht an. Autowagen angezogen. Kanister voll machen. Merken, scheiße, hast gar nicht so viel Geld mit. Kanister nur halb voll machen. Wieder nach Hause. Kein Schnorchel zum Überfüllen. Sprit reingekriegt. Losgefahren. Feierabend. Alter, nicht mein Tag, ey. Boah, Gott. Ja, jedenfalls, das lohnt sich jetzt nicht hier. Wozu sollte ich jetzt fliegen? Das lohnt sich nicht. Das ist ja ein Standbild, Alter. Scheiße. Dann machen wir was anders. Dann zeige ich euch noch mal ganz kurz die Trackster Pro. Ihr kennt ja die Trackster Pro. Ich habe die ja schon mal gehabt ohne Vollkabine. Genau selbe Fahrzeug, nur halt, dass dieser jetzt der andere, das Video verlinke ich euch da noch mal. Oder ist es da? Oder da unten? Oder beides? Ach, was weiß ich. Ist auch egal. Ich verlinke euch das noch mal. Durfte ich ja mal testen. Und da hatte ich ja dann, und da kann man die ganzen mit Kippen und im Kofferraum gucken und all so ein Quatsch, habe ich da alles gezeigt, Motor habe ich gezeigt, das ist alles dasselbe, ist komplett identisch. Der Unterschied ist, dass dieses Fahrzeug hier eine Kabine hat. Das hat eine Vollkabine, wir gehen gleich mal rein, da ist auch nicht ganz so schattig wie hier draußen, hat eine Vollkabine, ansonsten, wie gesagt, ist es identisch. Also kannst du hier genauso hochkippen das Ganze, wie beim anderen. Da hast du hier den Kofferraum, genauso wie beim anderen. Also wie gesagt, alles komplett identisch. Das hatte der andere nicht in der Form. Dann hat der hier Arbeitsscheinwerfer, einen kleinen nach hinten LED und einen größeren nach vorne. Die machen auch richtig Licht. Wer bei Instagram mir folgt, der hat da ein Foto von gesehen. Das blendet richtig. Also das ist ein anständiger Arbeitsscheinwerfer, da kannst du mit arbeiten. Und der hat eine Winde. Das hatte der andere auch nicht. Das ist auch ein Extra. Das ist auch eine feine Sache, kann man immer brauchen. Ja, das sind die Unterschiede. So, Unterschied innen zeigen wir, gucken wir uns jetzt an. Ach, das ist ja nicht wie beim PKW, hier ist der Öffner. So, da, na, komm schon. Da haben wir hier jetzt im Vergleich zum anderen natürlich Extras. Erstmal haben wir die Vollkabine mit Scheibe, das bedeutet auch, wir brauchen einen Scheibenwischer, der sitzt da. Da ist der Schalter davon, an, aus und Scheibenwischwaschanlage hat er auch. Dann hat er hier den Werkzeugkoffer, der ist genauso wie beim anderen, das hatte ich ja auch schon gezeigt. Und Vollkabine Heizung. Der Gerät hat eine Heizung. Also das ist für alte Leute wie mich, wie ich es bin, ist das natürlich schon echt geil. Also da gibt das nichts, das ist echt geil. Es ist auch eine Ecke leiser, dadurch, dass man hier eine Vollkabine hat. Es ist immer noch, es ist kein PKW, ne? Also man hört es. Das habt ihr eben während der Fahrt vielleicht auch auf der Kamera mitgekriegt. Keine Ahnung, wie der Ton da jetzt geworden ist.
Man kann es natürlich hören, aber es ist deutlich angenehmer. Von den Sitzen her ist es auch identisch. Ja, Drohne brauchen wir heute jetzt doch nicht. Hier haben wir wieder, vermute ich mal, ja, genau das gleiche wie beim anderen auch. Getränkehalter zum Hochklappen oder halt dritter Sitz. In diesem Fall ist es so, dass hier noch ein Gewehrhalter ist. Das ist halt ein Vorführfahrzeug direkt von Can-Am. Ganze möglich gemacht hat Can-Am das zusammen mit Schollis, dass ich das mal testen darf. Für Jäger natürlich super, da kannst du hier Gewehr abstellen. Ich brauch's nicht. Ich bin weder Jäger noch habe ich ein Gewehr. Ich schraube jetzt aber auch nicht ab, das lohnt sich für mich nicht. Ne? Ich habe das und da, ach siehste, da haben ja auch viele bei Instagram geschrieben, oh, herzlichen Glückwunsch zum neuen Spielzeug, herzlichen Glückwunsch zum neuen Fahrzeug. Nein, das ist nicht mein Fahrzeug. Das ist nicht mein Fahrzeug, sondern ich darf das nochmal testen, weil ich in dem Video gesagt hatte, alles super, nur mir fehlt die Vollkabine, damit man auch bei Wetter losfahren kann. Hat man vielleicht im letzten Video kurz gesehen, da hat es, glaube ich, auch ein bisschen geregnet. Da hatte ich ja Junior mit, wir sind einmal losgefahren. Da stand die Ramme noch auf dem LKW. Jetzt weiß ich mittlerweile auch, warum die weg war. Die war nicht woanders, die war einfach nur kaputt. Die musste repariert werden. Deshalb war sie, ich glaube, eine Woche oder so war die weg. Ja, jetzt steht sie da wieder, aber es ist Freitagnachmittag und niemand rammt. Scheiß niemand an. So, dann haben wir hier, was ist hier noch anders? Die beiden Schalter. Das ist einmal Arbeitsscheinwerfer vorne, Arbeitsscheinwerfer hinten. Ja, und ansonsten den Schalter für, da haben wir hier Differentialallrad, auch klar. Den Schalter für die Winde habe ich jetzt noch gar nicht gefunden, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgeguckt. Dann haben wir hier noch eine, ich vermute mal, da verbirgt sich eine Steckdose, ja, Zigarettenanzünder, Steckdose. Ablagen haben wir hier auch noch, an den Türen sind Ablagen in diesem Fahrzeug, das hatte das andere natürlich auch nicht, auf der Seite auch. Da ist auch noch eine Ablage, also das ist schon eine feine Sache. Hier ist eine schöne Ablage, einziger Nachteil für Leute, die mit GoPro und Magnetfuß arbeiten. Plastik, kein Metall, also nicht mal eben mit Magnet dran zu setzen. Aber das ist ja nur ein Manko, das irgendwie keinen betrifft. Hier wird es wahrscheinlich, ja, da geht's. Geht. Leider ist der Winkel von meinem. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Jo, so, das zu dem Fahrzeug. Anschnallgurte auch klar. Ne? Ansonsten wirklich 1:1 zum anderen. Macht Spaß, ist jetzt allerdings auch wieder, da gehen wir doch noch mal einmal ganz kurz raus. Ich hoffe, der Wind bläst nicht zu doll in das Mikrofon rein hier. Ist allerdings auch wieder die lange Version und das war ja auch noch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, muss ich gar nicht, also müsste ich für mich gar nicht haben. Ich brauche keine lange Version, mir würde das reichen, wenn er ein bisschen kürzer wird. Der wird ungefähr bis hier würde der gehen, über den Daumen, ne? Würde mir vollkommen ausreichen, bist du dann halt auch noch ein bisschen spritziger unterwegs, ein bisschen wendiger. Ja, und das wäre mir mehr wert, wenn ich mit so einem Fahrzeug, in der Beregnungssaison losfahre und brauche Teile, dann passt das auch auf die Kürze. Dann passt das auch auf die kürzere Ladefläche locker rauf, was ich mithaben muss. Ihr wisst ja, was ich mithaben muss. Ein bisschen Schlauch und ein bisschen Gedöns und Draht und Gaffer und sowas, das kriegst du alles mit. So, dieses Fahrzeug wird irgendwann nächste Woche wieder weggehen. Ich habe noch keine Benachrichtigung bekommen, wann es abgeholt wird. Das wird dann, vermute ich mal, wieder in der Spedition wird wieder kommen, wird das ganze Ding aufpicken und dann zum nächsten fahren, der es nochmal probieren darf. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank an Can-Am Deutschland und an Schollis, dass ihr mir das nochmal möglich gemacht habt und dass ihr das aufgenommen habt, was ich gesagt habe. Fände ich total toll. Und ja, es macht Spaß. Die Vögel zwitschern, dass ich eventuell in der Beregnungssaison tatsächlich auch noch mal ein Fahrzeug ausprobieren darf. Ob das jetzt fix ist oder nicht und ob das sicher funktioniert oder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Gesagt wurde es so, dass sie es versuchen wollen, das wäre natürlich geil, weil dann können wir es tatsächlich auch mal in der Praxis testen, weil jetzt ist genauso wie im Herbst, Winter. Ich kann es euch zeigen, ich kann damit ein bisschen durch die Gegend fahren, was auch Spaß macht, keine Frage, aber ich kann es nicht wirklich nutzen. Das kommt dann in der Beregnungszeit und dann können wir mal so einen richtigen, echten Test machen, um zu sehen, wenn das dann klappt, um zu sehen, Mensch, kann man das wirklich ernsthaft brauchen? Ich gehe da mal von aus, weil du kannst wirklich übers Feld brettern, kannst hin zur Beregnung und so, das ist schon geil. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. So, jetzt genug davon, jetzt fahre ich wieder nach Hause, ich mache eben das Ding hier, da will die Klammer ist hier nicht. Aha. So, das war ein Bedienfehler. Funktioniert alles.
ich juckel jetzt wieder nach Hause, das hilft ja alles nichts. Also dadurch, ich hatte jetzt ja tatsächlich überlegt, jetzt kannst du mal schön hier in Drohnenaufnahmen endlich mal wieder mit ein bisschen Musik dahinter, ein bisschen hübsch rechts schnibbeln, aber da wird wohl alles nichts. Also haben wir jetzt einen noch kürzeren Vlog als die letzten beiden. C'est la vie, würde der Russe jetzt sagen. Ist so. So, sind wir wieder in den heiligen Hallen des Chaos zurück. Ich habe noch ein bisschen was zu packen, da der Packcomputer, der läuft noch, weil er auf mich wartet. Die ganze Woche war so, ich hab mir ein neues Motiv gemacht, nur für mich. 7 Tage Montag. Boah, fass mir an die Füße, ey. Ist doch nicht mehr wahr. Den ziehe ich jetzt jeden Tag an. Nee, ich mache mir davon noch 5. Scheiß die Wand an. So, ich werde jetzt hier noch ein bisschen vorbereiten fürs Packen. Heute Abend ist nochmal wieder ein Livestream angesagt bei Twitch. Und damit beenden wir jetzt die Farce, würde der Portugiese sagen. Und dann ist Schluss hier. Hat ja keinen Zweck, das hat alles keinen Wert. Schluss, Ende, aus. Nee. Ich weiß nicht, was ich sonst jetzt noch mit euch machen soll. Der Vlog ist wieder kurz. Nützt nichts. Danke fürs Zugucken, reinhauen. Schönen Montag noch. Tschüssing!